Bitte, bitte sprechen Sie. Hallo. 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 Moment, muss ich ein bisschen mehr nach hier? Ich glaube schon. Tut mir leid, wenn ich zu... Also, ich will auch nah bei dir sein, aber... Was? Du bist weg von mir. Oh. Willst dich von mir trennen? Von der Distanz her? Höchstens von der Distanz her. Also, selbst das nicht. Aber die Kamera will das. Die Kamera liebt mich. Ich glaube, das packe ich als Outtake irgendwie davor. Also, das ist ja ein Intake. Ja. Ja. Okay, auf jeden Fall stoppen. Mana. Badibidi. Mana. Badibidi. Mana. Badibidi. Bidibi. 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 Okay, wir sind wieder da mit Layton's Mystery Journey. Es tut mir leid. Und ich habe etwas zu gestehen. Ja. 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 Ich, ja. Ich habe etwas verbrochen, ich habe etwas verbockt und ja. Ich stehe dazu. Ja. Ich habe letztens auf einem Betriebsausflug meiner Firma meinen New 3DS mitgehabt, auf dem ja auch Lady Layton hier zu sehen drauf ist. Ja. Und, ja. Und was ist wegen dir passiert? Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber als ich wegen dir habe ich eine Hinweismünze weniger. Und ich versuche das jetzt zu erklären, warum. Ich hab irgendwie gestern Abend gedacht, Mensch, du könntest ja mal wieder deinen 3DS anmachen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich wollte was spielen, genau. Warum sonst? Ja, eben. Und als ich das gemacht habe, ist mir aufgefallen, der ging nicht an. Der hatte einfach nur so ein blaues Licht hier unten und, also nicht der hier, sondern der New 3DS, wo ihr Spielstand drauf ist. Und, jedenfalls ging nicht an, da musste ich erstmal ein bisschen an der Software rumfummeln, ein paar Sachen machen und so weiter. Und, als ich damit fertig war, hatte ich die Gelegenheit, noch ihren Spielstand zu sichern. Und hab es nicht getan. Und hab es irgendwie nicht getan, aus welchem Grund auch immer, obwohl ich gedacht habe, Mensch, jetzt wäre ein super Zeitpunkt, um den Spielstand zu sichern. Ach, kannst du später auch noch machen. Nein. Hab dann sozusagen also ihren Spielstand irgendwie unbrauchbar gemacht. Ja. Und zum Glück hatte ich noch ein Backup von, als wir auf die deutsche Version umgestiegen sind. Ja. Und hab von da an nochmal alles bis hierher an diese Stelle nachgespielt für sie. Bis auf eine Hinweismünze, die sie jetzt gerade nicht hat. Aber dafür habe ich eine Hinweismünze weniger verwendet. Das heißt, du hast immer noch genauso viele zum Benutzen übrig. Ja, und? Es ist ich nur eine. Ich habe die Hinweismünze rechtmäßig gefunden. Ja, ist ja gut. Du kannst sie auch nochmal rechtmäßig finden. Oder mal, Moment, geh doch am besten mal auf deinen Spielstand und dann überprüfen wir das. Ich hoffe, das stimmt so, weil ich glaube, du hast nur 177 Hinweismünzen. Aber hattest in dem Spielstand davor, das kann man sogar nachprüfen in der letzten Folge, hattest du auf jeden Fall, sag mal, sind wir wirklich drauf? Ich habe mich auch gerade gefragt. Ja, eins oder? Mensch, ist ja wenig für heute. Also für... Ah, ist ja, ja auch egal. Samstag haben viele. So, auf jeden Fall, ja, genau. 177 Hinweismünzen, aber dafür hast du zwei mehr, die du noch verwenden kannst, im Gegensatz zu mir. Und ich habe natürlich, als ich das Ganze wieder erspielt habe, auch die gleichen Outfits gekauft, glaube ich. Ja. Mhm. Moment, hatte ich dich nicht... Hatte ich... Ich bin mir sicher, du hattest das Retro-Outfit an in der letzten Aufnahme. Ja. Ja, gut, gut. Das habe ich auch eingestellt und, ja, alle Rätsel gemacht. Ich habe sogar an den Stellen, wo du falsch geantwortet hast, auch absichtlich dann nochmal falsch geantwortet, damit du die gleiche Pickerradanzahl hast. Okay, und wir müssen hier nur noch mit Fräulein... Warum blödes Gruselig. YouTube? Was? Ja, warum blödes YouTube? Was haben die gemacht? Also, was haben die sonst noch so gemacht? Außer blöd sein. Also, außer normal blöd sein. So blöd, wie YouTube immer ist. Ich weiß nicht, haben wir mit einem geredet? Nein, wir uns fehlt noch Miss Gruselig hier. Okay. Oh, hallo, Miss.
Oh, keine Benachrichtigung. Deswegen sind hier so wenig Leute. Leute, ich stream grad. Ich benachrichtige euch, weil YouTube macht das nicht. Stimmt. Ich habe auch keine gekriegt. Oh, wie gemein. Moment, ich stopp nochmal den Stream und dann... Versuch's nochmal neu vielleicht, ja. Ja. Tut mir voll leid und so für alle, die jetzt Ihr könnt ja gleich nochmal reinkommen. Genau. Nee, beziehungsweise drinbleiben ist drinbleiben. Gut. Also bleibt dran, nach einer kurzen Nicht-Werbepause geht's weiter. Ja, aber ist wirklich komisch. So. Bin ich jetzt das auch war aber einmal auch so, wo du gestreamt hattest auf Twitch, glaube ich, und dann normalerweise kriege ich da auch eine Benachrichtigung, aber da war keine. Vielleicht findet YouTube, dass man meine Zuschauer nicht benachrichtigen sollte, wenn ich irgendwas mache. Ich weiß es nicht. Die finden jetzt auch momentan, dass meine Videos nicht geeignet sind für... Monetarisieren. Genau. Also für die meiste davon irgendwie. Ist ja auch... Ich krieg auch keine E-Mail. Normalerweise kriege ich dann auch eine E-Mail. Okay, dann würde ich sagen, entweder... dann ist das halt so. Ja. Wenn es werden schon Leute dazukommen, wenn sie sehen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja, ich meine, hier hat ja schon jemand zu uns gefunden und das sogar recht schnell. Ja. Wir können ja natürlich auch versuchen, die ganze Zeit zu vertreiben, bis hier mal Leute sind. Und die Hälfte davon ist dann wieder weg, weil wir die ganze Zeit vertreiben müssen und nichts tun. Wir machen mal weiter. Okay. Hab ich schon. Ach, die heißt Hausmädchen. Ja, hab ich schon. Die heißt, warum heißt sie nur Hausmädchen? Das ist ja doof. Guten Abend, ist Frau von Doppel von zu Hause? Natürlich, Miss. Die gnädige Frau und Max sind beide hier. Sie werden sich entzückt sein, sie zu sehen. Sie hängen im Keller. Wir versuchen neuerdings mehr über die 6 Schrecken von Tier House herauszufinden. Wissen Sie vielleicht auch etwas darüber? Oh ja, mehr als genug. Ich bin immerhin auch dafür verantwortlich. Wissen Sie, es gibt da eine Geschichte über das Tieranwesen, die der schreckliche Spiegel heißt. Schrecklicher Spiegel? Sieht man darin dicker aus als sonst? Kann ja sein, dass das so ein Spiegel ist, der einen voll hässlich aussehen lässt. Wobei das bei manchen Leuten keinen Unterschied macht. Genau das, Miss. Man sagt, dass es in einem Keller unter dem Haus einen alten Spiegel gibt. Was ja schon außergewöhnlich ist. Und wenn man in ihn hineinschaut, sieht man eine hässliche, verzerrte Fratze. Der Spiegel ist wahrscheinlich einfach bloß kaputt. Ja, der Spiegel zum Wunderland. Zum Wanderland. Nein, zum Wunderland. Wanderland steht Wunderland. Da. Okay. Oh Mann. Der alte, unter welchem Haus ist der jetzt? Der ist unter Frau von Doppelpfunds Haus. Wollen Sie ihn sehen? Also nur um klarzustellen. Wir sprechen aber nicht einfach über jemanden mit einem hässlichen, verzerrten Gesicht, der in einen Spiegel schaut, oder? Oh nein, Miss. Man sieht nicht sein eigenes Spiegelbild. Die Fratze gehört jemand anderem. Jemandem, der woanders steht und der Spiegel ist einfach nur schräg. Natürlich ist es nur eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie einen wahren Kern hat. Auf jeden Fall würde die gnädige Frau nicht wollen, dass ich sie zu lange aufhalte. Natürlich, Entschuldigung. Wir würden auch gerne Frau von Doppelfund ein paar Fragen stellen. Vielen Dank. Na dann, ab rein. Ach, der Eingangsbereich. Vielleicht ist ja wieder ein Rätsel im Bild. Ah, oh, Kira ist auch gerade da. Zufällig. Wie kann man denn Leuten sagen, hey, passt mal auf, ich stream gerade. Also wer von euch welche kennt, die hier auch zu... Wer da jemanden kennt, der einen kennt, der na, machen kann, nee, dass... Nee, also wenn ihr, keine Ahnung, über Skype oder sowas geaddet seid und ihr wisst, die Person würde es nicht verpassen wollen, dann könnt ihr ja der Person schreiben. Ach, wem von Skype könnte ich denn sowas? Vielleicht. Flippy. Ja, sind alle gerade abwesend. Also ich werde die mal nicht weiter stören. Ja. Nicht mit sowas. Ja, Discord-Channel vielleicht. Also ich bin da gerade nicht drin, also falls da irgendwie jemand da mal was beitragen will. Da macht's auch Sinn. Also ansonsten würde ich nämlich niemandem damit auf den Sack gehen wollen. Das ist eher so, hey, schaut mich an! Nein, es ist ja einfach mit der Dinge. Es ist ja auch mit der Begründung, dass es halt eben. Ja.
Also im Discord-Channel, der ist ja, wie gesagt, ja. Da finde ich es voll okay. Okay. Oh! Oh, schau mal, Miss. Sämtliche Katzendeko ist durch Nippes und Ziergegenstände mit Leguanen ersetzt worden. Die gnädige Frau hat in ihrem Brief wirklich nicht übertrieben, oder? Da, alle haben keine Nachricht bekommen. Ja. Frechheit. Seltsam. Ja. YouTube, was soll das? Keine Antwort. Okay. Wo hat sie denn nur so viele Leguan-Sachen her? Was sind Leguan-Sachen? Kleidungsstücke aus Leguan. Das wäre auch mal. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber es gibt ja auch Krokodillederzeug. Gibt ja auch Kuhlederzeug. Das ist ihr Haustier. Ja, vielleicht kann sie trotzdem so Leguan-Klamotten tragen, um zu zeigen, hier. Hier, ich habe deine Artgenossen getötet. Hier, ich habe deine potenziellen Revier-Rivalen. Und deine eventuellen Sexualpartner getötet. Nein, nur männliche. Na, obwohl, je nachdem, wenn der Leguan. Ja, das kann ja auch sein. Genau. Oder B, noch schlimmer. Dann kann man gar keine Leguane zu Sachen verarbeiten. Okay. Ah, verdammt. Ach, das wäre ja dann, ja, das der arme ultrasexuelle Leguan, da darfst du gar nichts zu irgendwelchen Klamotten verarbeiten. Das verrückte Hausdings hat Leguan Sachen besorgt. Was? Nee, die verrückte Hausdings? Na, die hat. Ah, das Hausmädchen, ja. Ah, nee, Leguan Sachen sind Klamotten für Leguane aus Menschen hergestellt. Der Counter hat kein Rätsel verpasst. Alles Nein, gut. Der Counter ist völlig in Ordnung. Also, ja. Das ist. Außer einer Hinweismünze. Ja, wir können ja nochmal zurückgehen und die suchen. Ja. Nach dem Fall sehe ich ja eh, wo eine fehlt. Ja, genau. Ich schätze, eine Dame von Frau von Doppelpfunds Rang. Oh Gott, dieses von und zu. Ohne zu. Rang und Reichtum kann sich alles besorgen, was sie möchte. Wenn sie was möchte, kann sie es sich besorgen. Nun lassen wir uns dieses Leguan-Paradies nicht von unserer Mission ablenken. Wir müssen die gnädige Frau nach dem Schrecken vom Tierhaus befragen. Also ich finde ja schon das schrecklich. Die Tapeten an den Wänden. So, wo erstmal... da ist ein Leguan-Spielzeug auf dem Tisch. Aber die hat man ja schon vorher gesehen, die Leguan-Sachen, ne? Ja, trotzdem ist es ja meistens so, dass es dann immer irgendwas Neues... Hinweismünze im Kronleuchter. Rätsel in der Uhr! In der Uhr? Rätsel! Okay, ich stelle dann jetzt schon mal um. Das erste Rätsel für den Rätsel-Counter. Schauen Sie nur, das sollte ich besser mal lösen. Sie sind also auch ein Rätselfan, Emiliana? Nicht unbedingt ein Fan, nein. Aber es gehört zu meinem Beruf. So kann ich meine Fähigkeit üben. Das Lösen von Rätseln stimuliert das Gehirn, Catrare. Sie können gleich noch was lernen. Boah, ich will aufgeben, damit ich die Reaktion sehe. Was? Aufgeben? Also, so nach dem Motto... Ah, sind doch nicht so toll wie sie. Ach so. Wollen wir mal? Nein. Doch. Beide. Okay. Das Schlafspektakel. Erstmal wegklicken und aufgeben. Okay. Finde ich fair. Es wird sich sicher später noch eine Gelegenheit geben, dieses Rätsel zu lösen. Schade. Boah. Ich hätte es lustig gefunden. Ja, ich hätte es auch echt cool gefunden, wenn sie dann... irgendwie was dazu gesagt hätte noch. Okay, nochmal. Na toll, jetzt gibt's Essen. Hey, Essen ist doch toll! Ja, wir haben vorher gegessen. Okay, das Schlafuhrspektakel Nummer 2. Also. Dieses Mädchen hat 2 Sanduhren. Wenn es sieht, wie das letzte Sandkorn beider Uhren gleichzeitig nach unten durchrieselt, kann es danach tief und fest schlafen. Eine der Sanduhren benötigt 3 Minuten für einen Durchlauf, die andere 5 Minuten. Wie viele Minuten würde es dauern, damit das letzte Sandkorn in beiden gleichzeitig fällt? Das Mädchen dreht noch nicht die Sanduhren nur um, wenn der Sand durch mindestens eine komplett durchgerieselt ist. Schade, weil ohne den letzten Satz wären es 5 Minuten gewesen, oder? Ja. Warte, nee, Moment. Die Sanduhren nur um, wenn der Sand... Okay, dann...
Warte mal, also entweder habe ich Formulierungsschwierigkeiten oder... Ich muss alle Daten zusammentragen. Nein. Oh, beide nicht. Ich habe das gedacht. Okay, dann. Sie dreht die ja nur, wenn durch eine was durchgerieselt ist, oder? Mhm. Warte mal. Da muss ich mal überlegen. Also wenn... Also ich lache jetzt, wenn es stimmt. Ich mache das jetzt wirklich auf Risiko. Mhm. Einfach nur, weil... Ich mir denke, was für ein Schwachsinn. Wenn das stimmt. Weil ich es lustig finden würde, okay? Okay, gucken wir mal. Nein. Okay gut. Ich habe jetzt gedacht, sie nimmt Sand aus der einen Uhr raus. Oh, das wäre ja... theoretisch, ich könnte mir vorstellen, dass die Rätsel so gemein sind. Ja, eben. Die sind deswegen, ja irgendwie... Deswegen habe ich halt so gedacht, okay, ich mache das jetzt auf Risiko hin, aber es hätte sein können, okay? Warte mal, also noch mal. Zwei Sanduhren... letzte Sandkorn beider Uhren gleichzeitig, kann es danach tiefer verschlafen, benötigt 3 Minuten für eine und die andere 5. Wie viel ist das letzte Sandkorn in beiden gleichzeitig fällt? Also du hatte schon jemand, also ich hatte keine 5. Ich hab 5. Du hattest 5 probiert? Was hattest du? Ich hab mal 15 einfach nur ja, versucht. Ja, ich hätte jetzt 15 auf. Oh Mist, ich hätte jetzt 5 versucht. Okay, ich habe jetzt versucht, weil ich habe gedacht, vielleicht ist es doch so formuliert, weil bei der einen ist es ja schon durchgerieselt, weil es ja immer irgendwann mal durchgerieselt ist. Aber wenn das letzte bei beiden fällt, oder? Also gleichzeitig. Ja. Ja. Wie könnte das noch möglich sein? Das ist doch wieder sowas, so ein... Warte mal. 3 Minuten für einen Durchlauf. 5 Minuten. Damit das letzte Sandkorn in beiden gleichzeitig fällt. Hm. Notizfunktion. Nein, die Notizfunktion hilft da nicht viel, glaube ich. Na, warte mal. So, dann... Das ist... Ich komme da nicht dahinter. Ich lache, wenn es stimmt. Aber also... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es stimmt in der Hinsicht, weil das wäre doch zu krass. Aber... Mhm. Ich probiere es einfach mal auch auf Deepika-Ratin. Mhm. Nein, okay. Ja, du kannst eh keine Pika-Rat mehr verlieren nach 2 Mal. Ja, warte. Falsch. Ich hätte... Es wäre so ähnlich gewesen wie mit der 3. Wie wäre es mit 0 Minuten? Ja. Was? Ich hab's so probiert. Ich hab gedacht, weil wenn es ja einmal einen Durchlauf hatte, dann ist ja das oberste Sandkorn das letzte gewesen. Ah. Und wenn sie es dann wieder umdreht, dann ist bei beiden das letzte das erste. Und dann ist das durchgefallen. Ah. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es 0. Aber 0 ist es nicht. Das ist... Also ja, wenn man das jetzt so nimmt... Also ich kann mir nicht vorstellen, das einzige Logische wäre ja 15. Ja, das wäre 5 mal 3, aber auf der anderen Seite... Na, das wäre das einzige Logische. Diese Analyse sollte ein Kinderspiel sein. Okay, also jetzt wird's langsam... Ich habe gemerkt, dass es mit logischem Rechnen nicht möglich ist. Deswegen versuche ich die ganze Zeit im Kopf irgendeine Erklärung zu finden... Und war jetzt halt mit 0 und vielleicht ist auch die Öffnung da so, dass es einfach nur durchfällt und nicht rieselt und deswegen 0 ist. Ich
Ich muss alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Auch nicht. Ich rate jetzt gerade übrigens. Nein, nur. Raten ohne Erklärung ist doof. Ich habe ja meine begründet. Ja, aber ich will ja auch das Rätsel irgendwann fertig haben. Aber ich mache jetzt einen Hinweis. Ja. Ich will jetzt wissen, ob das... Oder geht das doch, dass da mehr abgezogen werden kann? Ups. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Mehr abgezogen werden kann? An Pikarat. Na okay, dann... Aber du hast doch nur eine Münze weniger. Aber du hast gleich viele, die du ausgeben kannst. Ja. Ja, weil ich irgendwo eine nicht ausgegeben habe. Wenn du die sind unten... Mhm. Ey, nee, dann musst du das auch das bezahlen. Das hast du bei mir auch mal gemacht. Nee, ich hab immer, dass wir das gleichzeitig machen. Nein, in den Aufnahmen, ich habe genau geguckt, weil ich musste ja nachspielen, habe ich mal einen Hinweis benutzt, den hast du mit mir mitbenutzt dann. Okay, dann darfst du den noch mit mir benutzen, aber den zweiten nicht. Okay. Wenn du den mit mir und für den Verlust. Super, das hat dich so durchgemacht. Ja. Das geht aber auch viel schneller, ja. Nach 10? Das Ding ist ja, vielleicht muss man, wenn eine durchgelaufen ist, die andere umdrehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber in welchem Fall sollte das sinnvoll sein? Weil dann... Moment, wenn die 5 durchgelaufen ist, dass die 3 dann? Das macht auch keinen Sinn. Durch mindestens eine? Ich versuche es jetzt mal mit nicht ganz so dumm und tricky. Ich glaube, ich habe es. Ich sehe aber nicht den Sinn darin, warum man das andere Teil durch umdrehen... Ja, ich hab's. Aber ich sehe nicht den Sinn darin, warum man die andere Sanduhr umdrehen soll, während die noch am Laufen ist. Weil, wenn die andere durchgelaufen ist, dann müsste man die ja wieder umdrehen und dann würde man wieder bei Punkt 0 ankommen, oder nicht? Was? Wenn jetzt zum Beispiel... Die Zeit vergeht ja eh. Ja. Die Zeit vergeht eh, aber Moment. Das dreht die nur um, wenn der Sand durch mindestens eine komplett durchgerieselt ist. Aber... Ich hole auf! Aber jetzt mal, Moment, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich hatte eine Idee zwischendurch. Aha. Und das war die richtige. Also du machst es, es ist wirklich keine tricky in dem Sinne, haha, du musst einfach nur Sandkorn rausnehmen oder sonst irgendwas. Es macht schon Sinn. Okay, nee, das ist mir klar, dass man keine Sandkörner rausnimmt. Ja, aber ich meine jetzt... Also das heißt, sie kann nachdem die 3 zum Beispiel durchgerieselt ist, jederzeit die 3 umdrehen, wie sie will. Oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Hä? Was bringt dir das? Hä? Ich werde in Kürze die Antwort haben. Nee? Nee. Ich hatte eindeutig nicht für meine Analyse. Genau, daran lag's. Moment, was stand da? Ach, egal. Aber ich meine, das ist ja so... Ich könnte mir das vorstellen, dass sie die... 3... Zum Beispiel nach... Moment, jetzt muss ich mal... Ich mach mal ganz kurz. Ich denke mal nicht, du hast gegen das Wuhu was auszusetzen. Ach so. Nö, ich habe nichts gegen Wuhu auszusetzen. So, aber ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte 8 schon mal eingegeben. 8 ja, war 8 falsch. Ist nicht. Warum? Wie kamst du auf 8? Ich kam auf 8, weil ich gedacht hätte, man rechnet einfach 5 plus 3 und dann kommt 8 raus. Beziehungsweise das, wie war das? Man dreht erstmal nur die 3 um und wenn die 3 durchgerieselt ist. Mm-mm. Nee, Moment. Oder wie könnte man. Oder nee, man dreht die 5 und die 3 um und wenn die 3 durchgerieselt ist, dann. Nee, das haut auch nicht hin. Auf jeden Fall, die 8 ist es ja nicht.
Ja, aber dein Ansatz gerade war richtig. Ja, die 5 und die 3 erst umdrehen? Mhm. Ja, das ist, ja, das ist klar. So, dann hätte ich ja jetzt, als ich 10 genommen habe, hätte ich ja einfach gedacht, okay, wir drehen die 3 nach 4 Minuten um. Und dann nochmal nach 7 und dann ist bei 10 Schluss. Nein. Du kannst es sogar noch früher als 10 Minuten. Okay, ja, ja, das dachte ich mir. Okay, 8 fällt schon mal weg. 9 fände ich jetzt... Wie sollte das... Du musst schon die Erklärung haben. Ja, ja. Ja, wieso? Du hast den Punkt E, ganz ehrlich. Mir ist das scheißegal. Okay. Ja, warum soll ich eine Erklärung geben, wenn ich eh verloren habe? Also echt, ey, das ist gemein von dir. Das ist sadistisch. Was? Ja. Es ist ein Rätsel. Ja, und? Jetzt hätte ich ja angeschnauzt, wenn du ein Rätsel richtig lesen müssen sollst. Du hast auch nicht gesagt, was du richtig gemacht hast. Ich habe gerade gesagt, dein Ansatz war richtig. Ja, aber du hast nicht erklärt, warum deins jetzt nicht geraten war. Das kann ich dann nachmachen. Nein! Wenn ich es dann erklärt habe. Wenn du es eingegeben hast, hier ja. Unten... noch nicht auf Bestätigen gedrückt hast und es die richtige Antwort ist. Okay, also dann muss... Also ich... Sonst könnte ich auch nicht sagen, dass dein Ansatz richtig ist. Außerdem hat man in meinen Notizen gesehen, dass wie ich drauf gekommen bin. Also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass es 6 Minuten sind. Weil die 5 ja durchgelaufen ist und man die deswegen nach einer Minute umdrehen darf. Das ist so... Nein, deswegen ist es nicht, aber es ist die 6. Aber warum sollte es sonst sein? Es ist, du drehst die 3 und die 5 gleichzeitig um und nachdem die 3 umgelaufen ist, hast du ja 3 unten drin bei der 5 und 2 oben. Und dann drehst du... dann drehst du die... Ah, wie... Ja. Stimmt, man... Ja! Oh, das ist mir... Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ja auch noch der Sand... Ja. ...der schon durchgelaufen ist. Oh, das... Warum? Warum habe ich da nicht dran gedacht? Ich habe ja gedacht, wenn man die umdreht, ist die ja gleich wieder vollständig auf einer Seite. Das ist ja... Ich verstehe nicht, wie Sanduhren funktionieren anscheinend. Ja. Ich schon, und deswegen habe ich... Och Mann! Und du musst zugeben, ich habe den Punkt verdient, weil ich habe nicht geraten, sondern ich hatte eine Erklärung. Ja, das ist ja. Nee, das nächste Rätsel gewinne ich. Ganz so leider. Stimmt, aber wirklich, das ist auch, wie komme ich auf die Idee, dass eine Sanduhr, die halb durchgelaufen ist, plötzlich wieder undurchgelaufen ist, wenn man sie umdreht? Das war der Denkfehler, den ich gemacht habe. Deswegen hat das jetzt so ewig gedauert. Ah. Warum hat das bei dir so lange gedauert vorher? Weil ich gedacht habe, es gibt so einen scheiß Trick, von wegen du nimmst Sandkörner raus. Weil nach den früheren Rätseln habe ich gedacht, okay, nee, die Anstrengung musst du dir nicht machen, irgendwas auszurechnen für irgendeine Lösung. Übrigens, der nächste Satz der sagt gerade genau das aus, ja. Was bei uns der Fall ist. Rätsel sind eigentlich gar nicht so schwierig, wenn sich die Richtige drum kümmert. Sagt diejenige, die trotzdem mehr als zweimal falsch hatte. Okay.